Sommer, Sonne, Strandurlaub, die schönste Zeit des Jahres. Endlich mal frei von Zwängen, vom Alltag. Und dann machen wir doch etwas, was typisch ist für uns Deutsche. Wir reservieren Liegen mit dem Handtuch, holen uns einen Sonnenbrand und feiern exzessiv. Kein Klischee, das wir nicht erfüllen. Wir haben eine Gruppe junger Deutscher eine Woche in ihrem Urlaub am bulgarischen Sonnenstrand begleitet. Wer verhält sich von ihnen am ehesten wie ein typisch deutscher Tourist? Was diese Clique natürlich nicht weiß, die angebliche Partyreportage ist in Wirklichkeit eine Challenge. Zwei Urlauber sind jetzt schon raus aus dem Spiel und wir vergeben fleißig weiter Strafpunkte für klischeehaftes Touri-Verhalten wie Nörgeln, lautes Gegröle und Meckern. Nach und nach werden einzelne Urlauber abgegradet, und zwar die mit den wenigsten Touri-Strafpunkten. Die dürfen den Urlaub dann in einem Luxushotel fortführen, denn nur einer kann Deutschlands typischster Touri werden. Hilfe, die Deutschen kommen. Wer ist der typischste Touri? Fast eine Woche ist vorbei. Sarah, Susi, Marco und Simon sind noch dabei. Sie haben sich klischeehafter verhalten als ihre Miturlauber. In den vergangenen Tagen haben vor allem Sarah und Marco gezeigt, dass sie ganz schön typisch deutsch sind. Heute ist das große Finale. Die Freundinnen Susi und Sarah wollen während eines Pubcrawls einen sogenannten Slingshot ausprobieren. Für Marco wäre das nichts. Mir wird davon tierisch schlecht. Für Susi und Sarah gibt es kein Zurück mehr. Die Himmelparty geht los. Scheint Spaß zu machen. Allergrößten Respekt. Geil, dass die Mädels sich das getraut haben. Es war mega cool. Vor allem, weil man oben stehen geblieben ist und den besten Ausblick hatte. Und wollen den auch die Jungs genießen? Ich muss leider passen, auch wenn ich wirklich, wirklich, wirklich viel Lust drauf hätte. Die Jungs sind eigentlich ziemliche Lappen, muss ich da sagen. Also wirklich. Unsere vier sind in bester Feierlaune. Spät morgens geht's noch ab in einem Club. Feierbeast Susi rockt die Tanzfläche. Und wie? Ein klarer Touri-Strafpunkt. Denn wer auch am frühen Morgen noch andere mitreißt, ist ein typischer Partyurlauber. Auch das gehört zum Urlaub. Simon und Marco wollen Erinnerungsfotos machen. Allerdings in historischen Klamotten. Sie streiten sich, wer in Frauenkleider schlüpft. Nein, das Gesicht nein, ist doch echt, eher Mädel, nein, oder? Punkt. Ohne Bart, oder? Machen wir nicht so. Marco will nicht. Gib mir irgendwas, mir ist egal. Na dann, mal los. Okay. Ist das denn typisch Touri, sich in Frauenkleider zu werfen? Alles Jungs, mach mal wie so Mädchen. Kölner Simon, der mutig noch Handschuh, Hut und Lippenstift über sich ergehen lässt, im Gegensatz zum eher langweiligen Kapitän Marco, bekommt für uns dafür einen Touri-Strafpunkt. Also ich muss sagen, Highlight ist auf jeden Fall Simon. Ein sexy Shooting, dann sind die Jungs erlöst. Erst mal geschminkt, sehr ungewohnt. Auch wenn ich aus Köln komme, bleibt hoffentlich eine einmalige Aktion. Es sind auf jeden Fall gute Bilder geworden. Also wohl habe ich mich nicht gefühlt in Frauenkleidern, aber ist ein cooles Erinnerungsbild und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Am Mittag wollen Susi und Marco ein bisschen Roller fahren. Okay, können wir mal ausprobieren. Hi, können wir das mal testen? Ich leg mich auf jeden Fall auf die Schnauze damit. Die Dinger sind echt geil. Schade, dass es die Deutschland nicht gibt. Hat Spaß gemacht, die sind auch ordentlich schnell gewesen. Man konnte gut damit durch die Promenade rasen. Sorry. Aber dann entdeckt Susi etwas. Darf man hier überhaupt damit fahren? Hier steht irgendwas drauf. Es ist verboten, auf der Hauptstraße und der Strandpromenade zu fahren, steht hier. Stand da drauf. Habe ich nicht gesehen. Das fanden wir halt ein bisschen schwachsinnig. Sind auch sonst alle da lang gefahren. In Deutschland erschweren viele Paragraphen das Leben. Während man dort Verbote einhält, nimmt der Deutsche einer Studie zufolge im Urlaub nicht alles ganz so genau. Und Tatsache, Susi und Marco tappen in die Klischeefalle. Touri-Strafpunkte für beide. Ich habe das Gefühl, wir fahren gleich irgendwen platt. Während die beiden also verbotenerweise an der Sonnenstrandpromenade umherdüsen, sind Sarah und Simon chillig am Shoppen. Kann ich auch hier schön zusammenschneiden.
Den würde ich nehmen. Würdest du den ehrlich nehmen? Ja, nimm den. Der Hut hat mir halt super gut gestanden. Ich habe da auf Simons Meinung gehört. Ja, ja, der steht. Wie sicher bist du dir? Sehr sicher, der ist geil. Man kann sich ja mal so einen Spaß erlauben und an kalten Tagen in Deutschland vielleicht auch mal anziehen. Wie teuer ist der? How much? 25 Lever. An der Strandpromenade lustige Hüte kaufen. Wir sagen Touri Strafpunkt. Simon hat Hunger und wie es der Zufall so will, treffen sie auf Marco und Susi. Warum? Wieso? Hast du dafür Geld ausgegeben? Aber zurück zum Thema Hunger. Habt ihr was gegessen? Nein. Nein. Na dann, auf zum gemeinsamen späten Mittagessen. Ich hab so Hunger, wir müssen auf jeden Fall direkt bestellen. Ja. Gerichte wie Gedichte. Küche. Bulgarische Küche. Können wir zu trinken bestellen? Ja, deutsches Bier wäre super. Krombacher, Warsteine, Bitburger, Radeberger, Weizenau. Dann nehme ich doch bulgarisches Bier. Wir haben 30% Rabatt auf Pizza und Pasta. Ah, okay. Danke. Gut, das nehmen wir schon mal nicht. Ganz schön zickig, die gute Susi. Aus dem Pizza nehmen wir schon mal nicht, wird dann das. Am Bier meckern, an Prozenten meckern, scheißegal Haltung. Susi hat für dieses Verhalten eindeutig einen Strafpunkt verdient. Zeit für einen Punkte-Zwischenstand. Simon hat die wenigsten Touri-Strafpunkte. Als er auf die Toilette geht, schnappen wir ihn uns. Er wird upgegradet. Er ist bestimmt eine Viertelstunde weg, oder? Simon jetzt auch raus. Ahnen Sie, warum Simon jetzt auch weg ist? Wir haben dann wieder groß spekuliert, woran es gelegen haben könnte. Der war mit Feiern immer. Und sind weiterhin nicht drauf gekommen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Also wir können es eigentlich gar nicht sagen. Das ist schwer, wir haben gar keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine Belohnung, dass man rausgewählt wird, weil er irgendwas gut gemacht hat. Gar nicht so schlecht. Zumindest hat er sich nicht aufgeführt wie ein Klischee-Touri. Und daher darf er als Belohnung in ein 5-Sterne-Luxushotel. Wo er mit den beiden anderen Urlaubern die letzten Tage genießen kann, den Unterschied weiß Simon zu schätzen. Das Essen ist um einiges besser, das Zimmer ist geräumiger, schön klimatisiert und einfach super hier. Marco, Susi und Sarah zieht es an den Pauschal-Touri-Pool. Dann ist es Zeit für eine Videobotschaft von Simon. Erfahren die drei hier Neues? Ich kann euch so viel sagen, dass es jetzt keinen klaren Favoriten mehr gibt. Sie haben also weiterhin keine Ahnung. Nein. Wir suchen Deutschlands typischen Touri, aber das wissen unsere Urlauber ja nicht. Zeit für ein kleines Quiz am Pool. Und derjenige, der die wenigsten Fragen richtig beantwortet, kriegt den Strafpunkt. Logo, schließlich weiß ein echter Touri natürlich auch nichts über das Land, in das er reist. Oder Susi? Ich fahre einfach dahin, weil es da schön ist. Das Wetter ist schön, der Strand ist schön. Los geht's. Wie heißt denn die Hauptstadt von Bulgarien? Das ist Sofia. War das Sofia? Richtig, keine Touri-Strafpunkte für beide. Susi? Die Hauptstadt von Bulgarien, weiß ich nicht. An welchem Meer liegt Bulgarien? Totes Meer, oder? Falsch, also Strafpunkt. Mittelmeer. Auch falsch, Strafpunkt für Susi. Und kann auch Sarah mit Nichtwissen glänzen? Am Schwarzen Meer befinden wir uns hier. Richtig, letzte Frage. Welche Währung hat Bulgarien? Diese Lev. Nicht ganz. Strafpunkt für Marco. Leva. Beides richtig, keine Strafpunkte. Damit schneiden Susi und Marco gleich gut ab. Bis am Abend die endgültige Entscheidung fällt, können sich die drei noch ein bisschen die Zeit am Pool vertreiben. Wie geht's euch so? Seid ihr gut drauf? Mädels anbaggern, obwohl Marco dabei ist, ganz schön dreist. Habt ihr vielleicht mal Lust, mit uns wegzugehen oder so? So viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Sarah scheint nicht so richtig Bock zu haben. Was macht ihr heute Abend? Ja, ne? Dann macht's gut. Man kann immer chillen, man kann immer auf Mädels zugehen, mit ihnen reden und so. Im Endeffekt bleibt es eigentlich nur in Gottes Hand. Ja, da hat Gottes Hand dann wohl anders entschieden. Dann ist es soweit, das Finale. Dieses Mädel wird die beiden, die weniger Touri-mäßig waren, ins Wasser schubsen. Denn nur einer kann Deutschlands typischster Touri werden. Die Entscheidung, wer ist raus aus dem Rennen? Sarah. Hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, oder? Nee. Und dann die Entscheidung.
Susi ist der typischste Touri Deutschlands. Noch weiß sie das aber nicht. Ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist, deswegen kann ich mich nicht freuen. Aber ich freue mich richtig. Susi hat, ohne es zu ahnen, einfach alles gegeben, hat jeden Mist mitgemacht und war klischeehafter als alle anderen. Dafür gibt's die goldene Badelatsche. Oh, danke. Aber freut sich Susi wirklich? Ja, total. Was gibt's denn Cooleres, als ein typischer Touri zu sein? Was sagt ihr? Ha? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie hat keine Ahnung von Urlaub, also von dem Land, in dem man reist. Sie ist ja viel am Trinken. Sie ist viel am Meckern. Ne? Interessiert nicht, was die anderen Leute über die denken. Typischer Touri trifft's ganz gut. Passt halt zu mir. Ich kann's vollkommen nachvollziehen, dass ich dazu erkoren wurde. Das ist sie, Deutschlands Touri Nummer 1. Glückwunsch. Cafés gibt es in Tokio übrigens an jeder Ecke. Das Prinzip immer gleich. Knapp bekleidet und möglichst jung wirkende Kellnerinnen servieren ihren Gästen unterwürfig Essen und Getränke. Aber was für Frauen tun sich...